Herzlich willkommen aus dem Olympiastadion. Das DFB-Pokalfinale in Berlin mit zwei Münchner Mannschaften. Der FC Bayern München trifft auf die Spielvereinigung Unterhaching. Viel deutlicher könnte eine Ansetzung eigentlich gar nicht sein. Erste gegen dritte Liga, dass diese beiden Teams um den Pokal spielen, gleicht einer Sensation. Mit Unterhaching hat hier niemand gerechnet. Für sie geht es ins letzte Kapitel einer märchenhaften Pokalsaison, an dessen Ende ein Drittligist, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, in die Europa League einziehen könnte. Aber klar, da hat der Lokalrivale, der FC Bayern, etwas einzuwenden. Die Münchner mit Berliner Trainer in Berlin und folgender Startformation, ein 4-2-3-1, alles unverändert im Vergleich zum letzten Spieltag gegen Hoffenheim und weiterhin vorne im Sturm Serge Gnabry, der den verletzten Top-Torjäger Harry Kane vertritt. Der FC Bayern auf dem Weg zum Double? Fragezeichen. Die Spielvereinigung Unterhaching würde das gerne mit Nein beantworten und schickt folgende 11 Spieler auf das Feld. Ein 4-4-2 mit Josef Welsmüller in der Innenverteidigung. Der Kapitän soll die Defensive organisieren. Im Angriff zwei Stürmer, Patrick Hopsch und Matthias Fetsch, sollen Torgefährlichkeit ausstrahlen. Und damit ist alles angerichtet. Beide Teams noch nie im Pokalfinale gewesen. Es wird der dritte Sieger des DFB-Pokals gesucht. Zuvor Hannover 96 und RB Leipzig. Jetzt das Duell zwischen den Bayern und Manuel Neuer und der Spielvereinigung Unterhaching. Unterhaching in den dunkelblauen Trikots stößt jetzt an von rechts nach links. Welsmüller, da haben wir direkt den Kapitän Vollert. Die Bayern laufen hoch an, ziehen sich jetzt aber erstmal wieder zurück. Lambi. Schifferl, Welsmüller, dass sie in einer bestechenden Form sind, hat man ja schon im Halbfinale gesehen gegen Mönchengladbach. Das einzige Team, das Borussia Mönchengladbach unter dem neuen Trainer Kylian Yilmaz schlagen konnte. Dieses 2:1 macht natürlich auch Mut für dieses Pokalfinale. Sascha Boué im Zusammenspiel mit De Ligt. Kim einfach mal nach vorne mit Tempo. Und darin geht nicht früh drauf. Davies, Leimer und Gnabry. Erste gute Chance, 10 Minuten gespielt. Da muss sich Vollert direkt auszeichnen. Ecke, Kimmich. Visiert den kurzen Pfosten an mit Erfolg. Gnabry knapp drüber. Da war direkt das erste Ausrufezeichen der Bayern. Zweimal Serge Gnabry. Und spätestens jetzt sollten sie mitbekommen haben in Unterhaching, dass sie hier heute nicht unterschätzt werden. Ball vertändelt, gibt Einwurf Kim, mutig, diese Variante mit Neuer, geht gut. Meier gut dazwischen, den Ball antizipiert, Fetsch. Wollte gerade sagen, habt ihr auch ein Foulspiel gesehen, gut, dass der Schiedsrichter das unterbindet. Diese schnelle Ausführung war es jetzt nicht, Gnabry. Coman wieder mit viel Tempo. Vollert, Müller. Flanke kommt nicht an. Viel Druck von den Bayern. Von Anfang an. Musiala. Coman. Und nochmal Müller.
der nächste Angriffssturm der Bayern und es kommt erneut der nächste. Musiala, Stiefler, wichtig. Wo ist der Entlastungsmoment? Wir können es hier gut sehen. Vor jedem Hachinger steht irgendwo ein Münchner, der den Raum zumacht. Kaum Platz jetzt auch für Skalatidis, sich zu entfalten. Kommt direkt das Foul hinterher. Schiedsrichter lässt das hier gut weiterlaufen. Müller, Leimer und Gnabry! Es hat sich angedeutet. 25. Minute, 1:0 für die Bayern. Serge Gnabry. Der Mann, der sie zur Meisterschaft geschossen hat, der Verantwortung übernommen hat, trifft jetzt auch hier. 1:0 für die Bayern. Skalatidis bekommt da noch gelb für seinen Foul, das er zuvor gegangen war. Finde ich richtig. Und schon wieder schnappen sich die Bayern hier die Kugel. Es geht alles so wahnsinnig schnell. Boy. Hat das Tempo, nimmt nochmal Müller mit. Klasse Ball, Müller, Gnabry. Halbe Stunde rum, der nächste Eckball für die Bayern. Sie sind hier drauf und dran, das zweite Tor zu machen. Kimmich. Skalatidis. Auch kein guter Pass. Der Drittligist wirkt überfordert. Schwabe. Nächstes Foul. Tolle Perspektive hier. Die Schiedsrichterkamera. Der nächste Standard, der erste Freistoß. Kimmich. Und auch der ist gut. Der Kopfball nicht ganz so gut von De Ligt. Kim wieder dazwischen im Spielaufbau der Unterhachinger. Leimer. Coman. Schnelles Kombinationsspiel. Tiki-Taka pur. Coman. Kimmich. Viel schneller geht's nicht. Meier. Sie müssen da irgendwie Ruhe reinbekommen. Der nächste weite Ball auf Skalatidis. Wieder ist Kim dazwischen. Ja, der rechte Mittelfeldspieler muss jetzt auch aufpassen. Darf da nicht zu aggressiv in die Zweikämpfe gehen. Müller. Wieder viel Platz. Flanken kann er. Etwas zu weit. Markus Schwabel, der Rechtsverteidiger, dazwischen. 5 Minuten noch. Kimmich. Kimmich! Super Schuss. Und der nächste Eckball. Das Team von Jason Schramm dran am 2:0. Hopsch. Musiala! Vollert! Super Reaktion. Es könnte schon 2:0, vielleicht 3:0 stehen. Dass das nicht der Fall ist, haben sie definitiv auch ihrem Torwart René Vollert zu verdanken. Sich jetzt irgendwie in die Pause retten, wird sich der Underdog denken. Schiffer, Vollert. Och, riskanter Ball. Keller. Hat auch einfach nicht das nötige Tempo, um da durchzukommen. Musiala. Musiala! Sie schaffen es doch noch. Das 2:0 in der Nachspielzeit. Durch Jamal Musiala. Ja, einer mit den meisten Vorlagen in der YouTube-Bundesliga. 18 an der Zahl. Das ist Platz 7 in der Statistik. Hier macht das mal selbst. Aus nächster Distanz super platziert, da ist nichts zu halten. Und vor der Pause nochmal der nächste Stimmungsdämpfer für Unterhaching. Und damit geht's in die Halbzeit. 2:0 der Stand. Die Bayern-Fans jubeln, auch weil er hier getroffen hat. Serge Gnabry. Bislang lässt er niemanden Harry Kane vermissen.
Die Bayern führen und das verdient. Unterhaching muss sich etwas einfallen lassen für die zweite Hälfte. Du hast keine Lust mehr auf Food? Dann haben wir was für euch. Emotionen. So gab es uns schon mal und da gab es Elfmeter und den Führungstreffer durch Volland. Und natürlich, wer steht in der Mitte? Kevin Volland! Spannung. Minute gleich abgelaufen, der BVB erdrängt tatsächlich nochmal auf den Führungstreffer. Können sie die Partie tatsächlich noch drehen? Nach einer desolaten ersten Halbzeit. Reus auf Haaland! Haaland! Tore. Weil er eingewechselt, Julian Brandt und jetzt aufgepasst, Moukoko mit dem Fallrückzieher. Komm auf unseren Discord-Server, um ein Teil von uns zu werden. Wir sind zurück im Olympiastadion und die Bayern haben gewechselt. Gleich dreimal Eric Dier neu dabei, genauso wie auch Rafael Guerreiro und Erik-Maxim Choupo-Moting. Unter anderem der Torschütze zum 1:0 draußen, Serge Gnabry. Weiß nicht, was sich Trainer Jason Schramm da gedacht hat, ob er vielleicht schon davon ausgeht, dass das Ding hier durch ist. Sei es drum, Coman. Und Foul gepfiffen gegen Schifferl. Und es gibt Rot für den Innenverteidiger. Also das finde ich zu hart. Foul ja, auch Karte in Ordnung. Aber die rote Karte, da war ja noch ein Gegenspieler. Hier sehen wir es sogar. Also das ist für mich eine klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter und das macht es jetzt ja nochmal komplizierter für Unterhaching, um zurückzukommen. Klar, sie reagieren. Maximilian Welsmüller kommt, Zwillingsbruder von Kapitän Josef, rückt in die Innenverteidigung, dafür Hopsch raus, nur noch ein Stürmer. Jetzt erstmal Freistoß für die Bayern. Perfekte Position, Guerreiro! Vollert ist da. Aber was war das jetzt für eine Situation? Also, ich bleib dabei. Er darf ihm nicht rot geben. Sie wirken jetzt auch dementsprechend verunsichert. Und der Haching muss diese zweite Hälfte jetzt komplett in Unterzahl spielen. Das spielt natürlich auch genau in die Karten der Bayern. Keller. Fetsch. Gut festgemacht. Vom jetzt alleinigen Stürmer. Keller. Ja. Das ist einfach zu viel für Aaron Keller und Co. Müller und Welsmüller. Keller. Wohin mit dem Ball? Keiner im Strafraum. Und Boe hat da die Tempovorteile. Kimmich. Schön gesehen. Dieser Diagonalball für Coman. Und der ist schnell. Schwabel, klasse den Körper dazwischen gestellt. Lambi. Boe. Gute halbe Stunde jetzt vorbei. Noch immer führen die Bayern mit 2:0. Dank der Treffer von Gnabry und Musiala. Die rote Karte macht es jetzt noch einmal schwieriger für Unterhaching. Die Bayern kommen wieder. Guerreiro! Vollert, der beste Hachinger mit Abstand. Müller, Nachschusschance. Der bekommt hier wirklich einen Pfund nach dem anderen auf sein Tor. Kann einem einfach nur leid tun. Skalatidis. Gute Bewegung. Aber Davies ist schneller. Deutlich schneller. Skalatidis. Jetzt mal mit etwas Platz. Aber schon wieder kommt Alphonso Davies. Flanke kommt rein. Boje dazwischen. Schwabel. Choupo-Moting. Das nervt. Im Spielaufbau direkt dazwischen. Kimmich.
Entlastungsmomente bleiben gering und dazu noch deutlich unerfolgreich. Fetsch. Gut gemacht. Fetsch! Matthias Fetsch! Neuer dazwischen. Das wäre es gewesen. Wäre ein guter Zeitpunkt auch für den Anschlusstreffer. Abseits jetzt von Musiala. Meier. Guerrero. Viertelstunde noch. Lambi. Eben haben wir gezeigt, bekommen, aufgezeigt bekommen, wie es gehen kann. Skalatidis. Fetsch bleibt wieder hängen. Aber sie haben Mut gefasst. Gefällt mir gut. Boy, könnte das jetzt komplett zerstören, wenn die Flanke kommt. Die ist gut. Komm an! Artistischer Versuch. Unterhaching wechselt jetzt nochmal. Hab nicht gesehen, wer reingekommen ist. Dafür ging das gerade zu schnell. Skalatidis. Klasse. Genauso kann es gehen. Westermeier! Das müssen sie jetzt nutzen. Nochmal die Ecke. 8 Minuten vor dem Ende. Skalatidis. Neuer kommt raus. Die Bayern kurz vor dem ersten Pokalsieg in der Geschichte. Und jetzt muss es eigentlich eine Karte geben. Hier belässt der Schiedsrichter es bei einer Ermahnung für Lambi. Also er heute ohne jegliche Verhältnismäßigkeit. Na gut, Choupo-Moting. Vollert. Also das Ding ist quasi durch. Sie brauchen ein Wunder. Welsmüller geht jetzt mit nach vorne. Westermeier. Hirtlreiter. Und nochmal Ecke. 3 Minuten vor Schluss. Skalatidis. Eckball nicht gut. Guerrero, klasse Bewegung von Rafael Guerrero. Lambi ist da. Unaufgeregte zweite Hälfte der Bayern. Na klar, der Platzverweis hat sie ihn auch einfach gemacht. Tell jetzt auch eingewechselt. Und Saragossa kommt da nicht durch. Auf rechts. Nochmal Unterhaching. Sie hatten eine so wundervolle Pokalsaison. Aber jetzt ist Schluss. Der FC Bayern München gewinnt das DFB-Pokalfinale mit 2:0. Des einen Freud ist des anderen Leid. Die Bayern bejubeln den ersten Pokaltitel in der Vereinsgeschichte. Und das ist ein Nebeneffekt. Damit schafft es Hoffenheim noch in die Europa League. Aber jubeln werden an diesem Abend natürlich erstmal die Bayern, bei denen es in den letzten Partien im Pokal spannend war. 3:2 gegen Leverkusen, 4:3 nach Golden Goal gegen den BVB. Aber jetzt war es deutlich. Herzlichen Glückwunsch, Bayern München. Und natürlich, das können sie jetzt feiern in der Hauptstadt. Ihr Trainer kommt aus Berlin. Jason Schramm hat alles richtig gemacht. An dieser Stelle können wir übrigens noch darauf verweisen, die Saison ist noch nicht vorbei. Es gibt noch das Relegationsrückspiel zwischen Köln und Düsseldorf.
Das solltet ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Und mit diesen Eindrücken und diesen Feierlichkeiten verabschieden wir uns aus Berlin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.